Ja Leute, und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil 7. Boah, was krasser Kampf, wa? Was richtig krasser Kampf gegen den mutierten Jack. Der will auch nicht sterben, der will und will nicht sterben. Aber ich hoffe, dass er jetzt endgültig das Zeitliche gesegnet hat. Ich habe ein ganzes Serum dafür opfern müssen, von den zwei Stück, die ich nur hatte. Hätte er gesagt, hey, ist ja gar kein Problem, aber ich stehe jetzt genau vor dieser Bredouille. Jetzt habe ich nur noch ein einziges Serum über und kann mich entscheiden, ob ich entweder meine Freundin Mia rette, was ja eigentlich die naheliegendste Entscheidung wäre. Oder ob ich sage, nee, ich rette Zoe, die einzigst Normale aus dem Hause der Familie Baker, die mich von Anfang an unterstützt hat. Ich weiß es nicht. Wir müssen ja eigentlich das Herz entscheiden lassen, ne? Und Mia nehmen, aber... Hallo? Mir nennt Jack Daddy. Was ist da los? Mäuschen, das wäre mit uns beiden eh nichts geworden. Es tut mir fürchterlich leid, aber ich muss dich leider hier zum Verrecken zurücklassen. Okay, Zoe, ich heile dich. Nein! Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe ja, kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Geh! Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beiden. Ja. Okay. Geh! Mia, es wäre eh nichts mit uns geworden. Komm, abhauen. Mein Platz ist hier. Komm, Zoe. Bei ihr. Mach dich nicht lächerlich. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Ihr Platz ist hier bei ihr. Von wem spricht sie? Mutter Baker ist tot? Jack auch? Mit ihr wird sie ja wohl kaum... Chloe meinen. Welche Chloe? Zoe. Zoe nehme ich mit. Evelyn. Ich schicke Hilfe. Unter Garantie Evelyn. Okay, Zoe, komm. Wir hauen hier ab. Ab nach Hause. In Sicherheit. Dahin, wo wir nicht gezwungen werden, Leute Daddy zu nennen. Nur ein bisschen heikel. Okay, hier mitten durch die Pampa, ja? Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass wir hier... Was? Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Wir nützen ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Du hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. So hat es angefangen. Also doch, Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Ein paar Mal sind wir im Spiel im Prinzip auf irgendwelche Schreiben gestoßen, wo Evelyn erwähnt wurde. Oder immer wieder von einem kleinen Mädchen, von diesem seltsamen Mädchen. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Die sind mit einem riesigen Öltanker hergekommen. Sind sie gekommen? Krass. Gehen wir nachschauen. Okay. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Oh nein. Was zur Hölle war das? Oh, scheiße. Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Evelyn ist ein kleines Mädchen. Nein, nein, Evie, bitte, Zoe. Evie. Ach du Kacke. Zoe. Zoe. Oh, was zum Teufel? Ja, toll. Ja, ich würde sagen, Zoe ist tot. Super, klasse. Das nächste Heilmittel, was ich verschwendet habe. Hätte es doch Mia geben können. Ach, ist egal. Ist egal. Mia holen wir schon noch raus. Mami hier lang. Ach du Heiliger. Okay. Wen spielen wir denn jetzt bitte? Das ist doch nicht Zoe. Zoe ist doch gerade untergegangen. Sind wir jetzt wirklich in der Haut von Mia? Wie kam Mia hier hin? Ach du. Ziemlich verwirrend gerade. Ziemlich verwirrend. Kann ich mich nochmal hinocken? Ein Spiegelbild sehen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. War doch klar. Okay, wer wir auch immer sein mögen. Das Gebiet untersuchen. Ich habe leider auch keinerlei Möglichkeit hier nachzugucken, wer wir sind. Na gut. Ich gehe mal davon aus, wir sind Mia. Wie sie auch mal hingekommen ist.
Okay, Zoe ist tot. Und Ethan, kein blassen Schimmer. Und wir schlumpern hier irgendwo. Ethan! Ethan? Ethan! Oh Mann, ey. Ich ahne ja echt Schlimmes, ne? Ich habe echt das Gefühl, dass Jack gar nicht der Hauptfeind, der Hauptgegner in diesem Spiel gewesen ist. Sondern vielmehr, dass es sich dabei vielleicht um Evelyn handelt. Schade, jetzt hätte ich gedacht, jetzt sehen wir uns zum allerersten Mal richtig. Aber auch nur von der Rückseite. Das Gesicht von Ethan haben wir nach wie vor nicht erkennen können. Komm ich hier rein? Will ich hier überhaupt rein? Oh, wir müssen hier rein. Okay. Wer du auch bist, ich vermute mal Mia. Komm mal hin. Sie wird uns wohl gefolgt sein. In dem Fall ganz gut. Ach Gott. Ist das abgefahren. Das ist ja mal richtig geil. So düster hätte ich jetzt Resident Evil gar nicht mehr erwartet. Ich dachte, wir kommen in eine Freiheit. Pustekuchen. Und überall tropft diese glibberige Mistkram hier von der Decke. Aber ist cool, diese Wasserreflexionen, die sich an den Wänden überall abzeichnen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber nun will ich mal mit der Taschenlampe auf die Flüssigkeit, wie auch immer. Alter. Was war das denn? Irgendein Flashback. Was war das? Oh, wo bin ich hier, ey? Wo bin ich hier? Jetzt muss ich auch noch Ethan befreien. Weißt du, der Typ, der gerade noch unsere Mia einfach im Stich lassen wollte. Ja, ist egal, was soll's. Was soll's. Mia ist nicht nachtragend. Mia ist überhaupt nicht nachtragend. Problem ist doch einfach nur, Mia ist doch nach wie vor nicht geheilt. Die können doch jederzeit wieder zur Hexe mutieren. Kann man so jemandem vertrauen? Hm. Ah. Was seid ihr? Ihr denn für Kreaturen in Glibber? Und sicher die Crew des Bootes, wa? Oder des Schiffes. Boah, so ein richtig alter, großer Öltanker. Und mit dem sind Mia und Evelyn hierher gekommen. Und dann ging wohl der ganze Spuk bei der Familie Baker ab. Das waren wohl vorher relativ respektable Leute. Jack war beim Militär tätig. Seine Frau Margaret war wohl liebende Mutter und Hausfrau. Tja, lang, lang ist es her. Okay, gibt's hier irgendwas für mich? Irgendwas? Komm, es wäre mal cool, irgendwie eine Pistole zu finden. Oder eine Axt. Irgendwas, womit ich mich verteidigen kann. Ich bin ja nun wirklich nicht anspruchsvoll, ne? Sie sind tot. Sie sind alle tot. Das ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Hat sie alle umgebracht? Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wer hat sie alle umgebracht? Hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Oh. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Okay. Also mir leidet an Flashbacks. Das gehört unter Garantie der Crew. Hier durchkomme ich nicht, ja? Na, so viele Wege gibt's ja auch gar nicht. Oh Mann, 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 Mann. Boah, ist das düster. Coole Atmosphäre, echt coole Stimmung. Ich glaube nicht, dass wir alleine sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir alleine sind. Komm ich hier durch? Nein. Oh oh.
Ich frag mich nur, was ist mit Lucas? Lucas haben wir auch noch nicht gefunden. Jetzt jagen wir schon wieder einen neuen Charakter, Evelyn. Irgendwie steht mein Mikro heute komisch, oder? Ne, passt. Alles gut. Jetzt jagen wir Evelyn. Und Lucas unter Garantie auch noch. Ach, das werden noch schöne Stunden hier. Das werden noch richtig... Hallo? Jemand da? Oh shit, die Türen sind ja offen. Gar nicht cool. Geh doch auf. Ah. Ich hab's vorher von der Seite schon gesehen. Ach du Heiliger. Er wird sich unter Garantie vor etwas versteckt haben. She's not my child. Okay, sie ist nicht mein Kind, ja? Was haben wir hier? Okay, die Crewliste. Kapitän, Chefingenieur, Erster Offizier und. Kommt mir irgendein Name bekannt vor hier? Jim Stockman. Sagt mir das was? Nee, sagt mir nichts. Okay, einfach nur eine Crewliste. Der hat sich wohl versucht, auf der Toilette zu verstecken. Wer macht denn sowas, bitte? Das klappt doch nie. In keinem Film klappt das. Das reicht nicht in Horrorspielen. Auch nichts. Ich habe irgendwie gerade leicht die Orientierung verloren. Ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ich glaube ja. Oh oh. Das ist ziemlich abgefahren. Überall Schriftstück, ich kann sie nicht nehmen. Da. Ein Boot, ein Tanker. Okay, der Tanker nennt sich Annabelle. Baujahr 1987. Tragfähigkeit 71.000 DWT. Keine Ahnung. In Deutschland würde es wahrscheinlich heißen Bruttoregistertonnen oder so, ne? Länge 289 Meter. Also schon ein richtig dicker Brummer. Und der ist hier irgendwo in Buxtehude, Louisiana, gestrandet? Was macht das für einen Sinn? Was macht denn das für einen Sinn? Ja, ist egal. Alter, Alter. Das ist sie, oder? Erinnerst du dich? Das ist sie. Was? Was bist du? Evelyn. Ist das das kleine Mädchen? Das hier für all dieses Chaos verantwortlich ist. Evelyn, bleib mal hier. Oh oh. Oh oh. Verdammt, wie komme ich weiter? Ach, hier hoch. Ich hätte niemals damit gerechnet, ne? Nachdem ich ja vor, keine Ahnung, wann kam die Beta raus? Irgendwann Mitte 2016 oder so, ne? Nachdem ich da die Beta gespielt habe, dass hier so ein Abenteuer auf mich wartet. Da hätte ich nie mit gerechnet. Der nächste Vergammelte. Aber der ist wirklich vergammelt. Krass. Also da hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Und vor allem, was mir bislang gar nicht fehlt. Ich meine, ja, gab es ja in Resident Evil 4 und 5 auch schon nicht mehr. Die ganzen Zombies. Die fehlen mir irgendwie überhaupt nicht. Eine weitere antike Münze. Jetzt, wo ich eine finde, fällt es mir gerade wieder ein. Ich hab sie gar nicht eingelöst. Ich hab's überhaupt nicht eingelöst. Jetzt habe ich 10 antike Münzen und hab nicht eine einzige von eingelöst. Richtig gut. Ach. Herrlich. Ja, auf jeden Fall haben mir Zombies überhaupt nicht gefehlt. Ich bin mal gespannt,
Resident Evil 2 bekommt ja ein richtiges HD-Remake, ähnlich wie auch wie der erste Teil. Wird Teil Nummer 2... Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Komplett neu aufgelegt. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Oh oh. Warte! Mia, kleiner Tipp. Bitte. Ich habe das Warten satt. Ach du Kacke. Ich glaube, mit der sollten wir uns nicht anlegen. Jetzt wuchert da die Tür zu. Boah. Ich glaube, Evelyn ist eins der wenigen Wesen oder Figürchen hier im Spiel, die man sich nicht zum Feind machen sollte. Ach du Heiliger. Oh nee. Ich hab gar nichts. Ich hab überhaupt nichts zum Verteidigen. Oh, lecko mio, ey. Lecko mio. Komm, mach die Tür auf. Scheiße. Kacke, 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 kacke. Da sind diese komischen schlurfenden Moldet. Wie soll ich denn an denen ungesehen vorbeikommen? Das wird mir ein Spaß. Komm, geht's hier rein? Nein, geht nicht. Scheiße, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Alter. Alles klar, komm, zu. Puh. Ach du Heiliger. Oh nein, nein, nicht ernsthaft. Ich kann mich überhaupt nicht verteidigen, ich hab nix. Ich kann dir mal einen Penny auf den Kopf werfen, mal gucken, was das macht. Komm, was ist das, was ist das? Mehrzwecksicherung. Oh, schlecht. Scheiße, scheiße. Mia, tut mir leid, tut mir leid. Komm raus hier. Tür zu. Die Dinger sind so doof, dass sie keine Türen aufkriegen. So. Passt nicht. Oh, scheiße. Lauf, lauf. Mia, komm. Ich weiß nicht, wohin. Das war der Falschraum. Oh, ätzend. Komm zu. Übel, übel, übel. Ich kann mich überhaupt nicht verteidigen. Hier ist nix. Ja, wenn dieses Vieh gleich durch die Tür kommt, ne? Was haben wir denn hier? So, liebe Janet. In liebe Jim. Okay, habe ich bislang ja alles vorgelesen, aber diesmal würde ich es sein lassen, denn da scheinen hier einfach nur irgendwelche, ja, Briefchen von irgendwelchen Passagieren hier zu sein. Nee, ihr könnt es ja pausieren. Okay. Alles klar. Also wie ich es überflogen habe, nichts, was uns irgendwie jetzt relevant hier bei der Story weiterhelfen könnte. Boah, das ist aber auch übel, ne? Die schmeißen mich hier. Das Üble ist ja, ich kann noch nicht mal hier irgend die Kiste öffnen, weil ich nichts habe. Das ist ja mal richtig schlecht. Ich habe eine Sicherung, eine Mehrzwecksicherung. Okay, toll. Ich freue mich richtig. Und Pillen. Ja, Hauptsache Pillen. So, das nächste. Okay, das große Monster dreht sich kaum direkt auf mich zu, aha. Alles klar. Also wenn ihr wieder wollt, dass ich vorlese, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das zukünftig wieder machen. Ich krieg diese Kiste nicht auf, ne? Ich habe gar nichts. Oh, 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 oh. Wie kommen wir hier raus?
Fahrstuhl. Hier ist ein Fahrstuhl. Wie viel Stockwerke hat denn dieses verdammte Boot, Schiff, wie auch immer. Oh, sehr geil. So, Tür zu. Sehr geil. Haben wir hier wirklich einen Safe Room gefunden? Okay. Warum wollte der in die Schublade? Ja! Ich hab eine. Ich hab eine. Richtig nice. So. Das war so eine kleine Frauenhandtaschenpistole, aber hey, was soll's. Besser die als gar keine. So. Okay, ich würde es ausnutzen, dass wir hier erstmal in Sicherheit sind und würde sagen, habt Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da unten einen Kommentar, das wäre richtig klasse. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode zu einer weiteren Folge Resident Evil 7 wieder. Euer Auftrag ist ganz, ganz klar. Wenn es euch gefallen hat, teilen, teilen, teilen und abonnieren, das wäre richtig gut. Ja, ich würde sagen, macht es gut, bis zur nächsten Folge. Haut rein, euer Alien Hunter vom PLP Gaming. Bye.